Jetzt möchte ich etwas im Textbereich zeigen. Ich ziehe hier eine Textbox auf und schreibe mal den Buchstaben A rein. Abstand B, Abstand C, Return. Dann vielleicht noch das Prozentzeichen. So, jetzt machen wir das hier oben noch ein bisschen größer, dann sehen Sie das besser. So. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann ein einzelnes Zeichen anwählen und sagen hier unter Text, zeig mir mal, was das für einen Unicode hat. Und sofort wird das angezeigt. Text, wieder das Gegenteil, ausblenden, ich habe das wieder. So, jetzt mache ich diese Textbox noch ein bisschen breiter. Wenn Sie diese blauen Sonderzeichen hier stören, können Sie die hier sehr gut ein- und ausschalten. Ich mache mal das. Dann wähle ich diesen Text an und sage Text, Unicode ein- und ausblenden. Und jetzt haben wir diesen Unicode. So, jetzt habe ich ja hier eigentlich von hier ist das das große A. Jetzt wähle ich das aus, gehe hier hin und sage VVV und sage dem wieder hier Text Unicode ein- und ausblenden und ich habe jetzt das über den Unicode einkopiert. Das funktioniert schön, wenn Sie das brauchen. So, ich lösche mal den ganzen Text hier und sage Datei platzieren, nehme hier meinen Text und gehe mal hier hin. Wenn Sie jetzt ein bestimmtes Zeichen suchen, das Sie nicht auf der Tastatur auswendig wissen, können Sie ebenfalls unter Text gehen und dann haben Sie hier einen Glyphenbrowser. Der zeigt Ihnen alle Zeichen in dieser Schrift an und wenn Sie jetzt zum Beispiel dieses Zeichen brauchen, Doppelklick und es ist drin. Sie können hier oben auch eine andere Schrift auswählen, dass Sie sagen, ich möchte jetzt diese Schrift und da möchte ich dieses Zeichen drin, dann kommt das. Die letzten ausgewählten Zeichen finden Sie hier unten, da können Sie das natürlich auch so auswählen und Sie können durch die Schrift durchscrollen. Sie haben hier dann die Möglichkeit noch Fett oder alles auszuwählen und hier haben Sie die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur mal sehen, ob diese Schrift Arabisch hat. Hat sie, können Sie hier einfügen. Oder Sie wählen nur die Pfeile. Wenn diese Tastatur Pfeile hat, können Sie die einfügen. Wie gesagt, alles, was Sie angewählt haben, kommt hier unten. Also so finden Sie eigentlich jedes Zeichen in Ihrer Schrift. Natürlich hat nicht jede Schrift genau gleich viele Zeichen. Das müssen Sie nachschauen.